So. Auf geht's. Nur eine kurze Runde. Nächster Halt, Tschumasch. Oh, da fällt mir gerade was auf. Dum, 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 dum. So. Eh schon hinterher, da macht es das jetzt auch nicht mehr. So, wir sind eh hinterher, da fahren wir jetzt an Schumasch vorbei. Dum, dum, dum. Fahren wir einfach durch. Dann können wir die auslassen. Dann sparen wir ein bisschen was an Zeit. Ja, das ist eine gute Idee. Mann, 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 die Kurven.
Mann, 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 ist das lang bis Grapeseed. Fahren die da vorne eigentlich nicht schneller? Weiß man das? Ungefähr an der richtigen Stelle getroffen. Also eigentlich, ich bin ein bisschen zu spät, man merkt es, aber trotzdem, es war jetzt okay. Vielleicht schaffe ich es ja noch rechtzeitig nach Grapeseed. Naja, wird knapp. Wir haben jetzt eine neue eine Bus-App schon. Aber irgendwie war die unerwartet. Stand doch in den Mitteilungen jetzt hier bei LS Transit, dass das früh veröffentlicht wurde. Wirklich mal gucken, wie die ausschaut. Und ob wir an der richtigen Stelle stehen. Was macht sie denn, die Bus-App? Nord 2. Muss ich anklicken hier. Und dann sind wir hier oben. Ne, da ist der Nord. Nee. Wo sind wir denn? Wir sind ja gar nicht auf der Karte. Da oben bin ich. Naja. So richtig, der wird da nicht angezeigt. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ist ja seltsam. Aber was man jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen hat, war die Routen, die da drin sind. Das sind die, die wir das letzte Mal im Stream gefahren sind. Die wir aufgezeichnet haben. Die sind da jetzt in der App drin. Also das hat ja auch geklappt. Nächster Halt, Sandy Shore. Oh, gleich nochmal anhalten, wenn wir mehr Zeit haben. Dum dum dum. Dum dum dum. Nächster Halt, Sandy Shore Airfield.
Nächster Halt, Yellow Jack Inn. Nächster Halt und wir sind immer noch in Eile. Harmony Ost. Mann, Mann, keine Zeit, gar nichts hier. Es ist wirklich knapp auf Kante. So, es gibt auch Änderungen an den Routen. Also bei Pillbox Hill Medical Center, da parken wir, halten wir gar nicht mehr an. Da muss ich dann mal gucken. Aber ich kann die aktuelle Route nicht runterladen, weil das gerade... weil das gerade gewartet wird. Nächster Halt, Harmony West. Da vorne. Gewartet. Mal gucken, ob Venture wieder geht gleich. Nochmal, weil es schön war. So, jetzt die Einfahrt nicht verpassen. Auf nach Alta und hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt. Oh, der wird jetzt den Berg sich hochquälen. Uiuiui. Wie gedacht. Jetzt ist der falsche Moment, Durst zu haben. Los. Berg hoch. Oh, runterschalten. Zweimal können wir noch runterschalten, aber dann ist Schluss. Okay, wir sind über den Berg. So, Stoppschild. Kommt gleich. Was ist denn los? Der Controller heute übermütig. So. Nächster Halt, Alta. So, darüber. Und dann sind wir schon gleich da.
Mann, Mann, Mann. Ah, warum? Nächster Halt, ZOB. Warum merkt sich GTA das nicht? Boah, ist der tief. Dum dum dum. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Oh, ich könnte mal was essen, wenn ich. Ja, das ist Essen und Trinken immer eine wichtige Sache. Ja. Danke. Metzger. So, weil der eine Bus oder die. Ne, welcher ist jetzt? Ich weiß, zwei sind gesperrt: einmal für den Busführerschein und einmal sind sie auf dem Verkehrsübungsplatz. Dann haben wir noch ein paar kaputte Busse, ergo bleiben dann nämlich nur noch die. Man muss halt jetzt damit fahren. Ja. Huh. Ah, Venture geht wieder. Jetzt kann ich mir endlich auch dieses Zeug angucken, was da in dem LST-Account drin ist. Aha. Also ich hatte jetzt eben keine Betriebsstörung. Da wo ich eben eine hatte. Ja. Ich habe das Fenster runtergeklappt und bin ein bisschen anders gefahren. Ich würde das gerne nochmal testen, ob das nochmal so klappt. Ja, dann macht es. Ich mache jetzt erstmal kurz Pause. Macht es. Das ist ja ein bisschen traurig an. Was wäre? Bobby? Nö, ich bin schon 3 Stunden gefahren. Ich bin ein bisschen K.O. Okay. Alles gut. Ja, weil du so ruhig bist, sonst hast du da immer so einen Humor und weiß ich nicht. Ja. Weil du so still. Alles Bobby gut. Ist doch immer so. Nee, sonst ist ja so ein bisschen. Ja, jetzt hör mal kurz auf. Machst du kurz Venture? Auch. Venture geht nicht. Ach, doch? Ja. Jetzt doch wieder? Oder? Ach so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, dann nicht. Dann doch, nicht. Es geht wieder. Es geht wieder. Jetzt gerade geht's wieder. Okay. Ja, was trage ich denn ein, Adventure? Ich bin gerade schon eingeloggt. City 1, Nord 1 und City 2. Und Nord 2. Was fährst du? Ich fahre Nord. Keine Ahnung, ich würde. Ach so. Ich nehme mir was noch übrig bleibt. Ja, dann also ich mach City. City 2 ist gerade übrig. Ja, dann machst du Nord. Wenn du Nord machen willst, machst du Nord und dann fahre ich halt City 2. Wenn du Nord fahren möchtest. Also. Wir sehen uns gleich. Ja. Also, City 1 fährt, City 2 fährt, Nord 1 fährt, Nord 2 fährt. Nee. Nord 2 nicht. Also, Nord 1. Es sind nur 3 Busse. Also, okay. Ich fahr City 1. Dann City 2 fährt. Fährst du und ich fahr Nord 1. Genau. Passt. Genau, dann machen. Ja, perfekt. Wunderbar. Okay, trickst du. Hast du das in Venture eingetragen? In RDP eingetragen? Ich habe nur mich eingetragen. Okay, warte kurz. Jetzt bin ich gespannt, was er eingetragen hat. Moment. Ja, nur mich.
Holy me. Also gut, warte dann. Stimmt, ich mach die... Dann machst du RTP? Ja, ich mache RTP. Okay, gut. Dann pushe ich da nicht rein. Nein. Und du bist die 04 mit dem Bus 2 auf der City 2, richtig? Er ist eigentlich die 11. Die 11? Du bist die 11. Okay, dann kriegst du... Die 02 ist die City 2. Ja, genau. Okay. Okay, dann bin ich auf der 06 auf der Nord 1. Na, dann machen wir das so. Ja, genau, so mal. Wunderbar. Sehr schön. Wer seid ihr eigentlich? Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Henry. Ach, du bist Henry. Henry der Erste. Henry der Erste, das bin ich, ja. Echt? Henry der Erste. Sie hat man noch mal ein Gesicht dazu. Man hört immer nur vom Henry den Ersten, aber gesehen hat man den noch nie. Okay, das ist jetzt peinlich. Man hört von mir... Ja. Ja, durch Henry den Zweiten. Ja. Ach so, okay, das ist gut. Weil das ist so ein enger Freund von uns. Ah, verstehe. Ach so, du bist der Social Media Beauftragte. Ja, sozusagen. So. So, Kinders. Also, wir müssen später spielen. Gute Fahrt. Okay. Gute Fahrt. So, fahren wir noch eine Runde. Nee, Funkgerät geht nicht. So. Dann fahren wir mal. Nächster Halt. Stadtpark. Ja, die Blinker sind kaputt. Wie sind denn alle kaputt? Hinten. So. Nächster Halt, Alter. Die Türen noch kaputt? Ne, okay. Das sah jetzt komisch aus auf den Türen. So, da. Ah, das irritiert mich ja voll, dass der Blinker kaputt ist. So. Machen wir das mal ein bisschen lauter. Und weiter geht's. Hallo, Zuschauer. Wer seid ihr denn alles? Schreibt doch mal in den Chat. Dann haben wir was zum Quatschen, während wir schöne Bustour fahren. Ich bin gerade auf der Nord 1 unterwegs.
Mit dem neuen Retrobus irgendwie. Rechts vor links. Der hat aber schon. Was stand in der Anweisung? Nur maximal 2 Striche leer fahren lassen. Der hat jetzt schon ordentlich leer. Na, hoffentlich geht der nicht aus. Irgendwas mit der Tankanzeige nicht korrekt wurde geschrieben. Also irgendwas ist da komisch mit der Tankanzeige. Naja. Nächster Halt, Harmony West. Gib alles, kleiner Bus. 74. 75, 76, 7, 8, oh, 80? Ne, 79. Immerhin. Na, ist schon roter Bereich. So. Warum sind wir eigentlich schon wieder zu spät? Aktueller Halt, Harmony Ost. So, da ist er. Sind die Reisebusse, die großen Nordbusse, sind die schneller? Viel schneller? Weil irgendwie so richtig aus dem Knick kommen die hier nicht. Nächster Halt, Yellow Jack Inn. Nächster Halt, Sandy Shores Airfield. Nächster Halt, Sandy Shores. Warum habe ich denn jetzt auf einmal so viel Zeit bis dahin?
Naja, so viel Zeit ist das gar nicht. Fährt der Zug? Habe ich den Zug gerade gehört? Okay, wir haben eine Minute Zeit. Gucken wir mal schnell. Nord 1. Ah, da sind wir. Passt. Da ist der Bus, da bin ich. Und da ist die Haltestelle. Ja, ist ja cool. Was? Hund? Wo? Schnell zumachen. Weiter geht's. Da irgendwo ist der DQ. Glaube ich. Nächster Halt, Grapeseed. Hallo. Hallo Henry, grüß dich. Würdest du gleich bitte die Nord 1 auf die Nord 2 stellen? Ja, das kann ich machen. Tanken muss ich eh, weil ich habe den halb leer übernommen, glaube ich. Okay. Wenn man zwei Striche bei den neuen zwei Striche unterschreitet, was passiert denn dann? Ich sag mal so, das Problem ist, dass die Tanknadel da wohl irgendwie so einen kleinen Defekt hat, also irgendwie der Tankschwimmer oder so. Ja. Und wenn der teilweise wenn du zwei Striche nur noch hast, kriegst du schon 90 Liter rein. Also wenn zwei Striche weg sind, kriegst du schon 90 Liter in den Bus. Ja, genau. Das habe ich mal, also ich habe mir mit denen diese Routen da aufgezeichnet für diese Bus-App. Ja, die Messfahrt meinst du? Genau, die Messfahrt. Und da habe ich vier Runden gedreht mit dem Ding, mit dem Bus, mit den neuen. Und dann habe ich 112 Liter oder so da reingekriegt. Ja, okay. Also da geht ordentlich was rein. Da ist ein Riesentank drin. Okay, aber er geht nicht aus oder so. Das wäre jetzt meine Furcht gewesen, dass es bei einem der Tank leer war. Das weiß ich nicht. Man hat es bisher noch nicht getestet. Das ist wohl so, dass der Tank... Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einen 400 Liter Tank drin haben. Weißt du? Ja, ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, aber dafür ist ja so ein Riesending oben auf dem Dach. Vielleicht ist da irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Also wir haben es bisher nicht ausprobiert. Es ist, glaube ich, in der Dienstbesprechung wurde das angesprochen, dass wir den spätestens bei zwei Strichen... Ja genau, da habe ich es gelesen. Weil da schon so viel reingeht. Genau. Und bei den neuen Nordbussen soll das wiederum nochmal anders laufen. Aber die dürfen wir ja momentan eh noch nicht benutzen. Da soll das wohl so sein, dass du teilweise nur noch schon nach einer Runde vier Balken weg hast, nach einer Runde. Also genau das Gegenteil. Dann wahrscheinlich ein bisschen was von dem Tank genau, aus den neuen hier Retro-Stadtbussen in den Dings rein. Ja. Ja, richtig, genau. Ja, Funkgeräte haben sie ja alle nicht, ne? Habe ich das richtig? Funkgeräte haben die alle noch nicht, ne. Ja, okay. Dann ich hab mich... ruf ich dich auch an. Ja, ich habe vorhin funken wollen und da war nichts. Einfach ins Leere getastet. Nee, die sind noch tot. Da ist wohl Westers Edge mit beauftragt, aber die bekommen wohl von Cypress momentan nicht die Waren. Ah, okay. Wer ist beauftragt? Also, Razor's Edge. Razor's Edge, hab ich noch nie gehört. Was ist denn das?
Bytehunter macht das wohl nicht mehr? Wer? Bytehunter? Die haben doch immer die Dinger festgemacht, die... Also, so hab ich's... Ja. Ich weiß nicht, ob es die Funkgeräte waren oder die GPS. Irgendwo eins von beiden. Ich kann dir das nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass für eins der beiden Sachen irgendeine Tuning-Firma für beauftragt wurde. Okay, verstehe. Naja, warum nicht? Also, wenn die kennt sich ja mit Tuning. Sinn, da fand ich auch. Wer kennt sich auch sonst bitte mit Funkgeräten aus, ne? Ja, genau, ja. Es ist ja ganz natürlicher Freund von Tunern. Keine Ahnung, also das ist seltsam. Aber ist ja egal, wir müssen ja nicht alles verstehen. Richtig, genau. Naja, ist halt so. Alles klar. Haben wir noch einen Ersatzbus irgendwo stehen? Weil der Retro-City-Bus, den ich hier übernommen habe, da funktionieren die Blinker hinten nicht. Ach du Scheiße, auch hinten noch rechts. Arsch. Ja, ich weiß nicht. Ich habe den so übernommen, aber ich bin trotzdem jetzt erstmal losgefahren, weil es funktioniert halt nur die rechte Seite hinten nicht. Ja gut, dann müsste eigentlich in der Werkstatt, dann haben wir jetzt gar nichts mehr zum Wechseln. Naja, was machen wir denn da? Ja, das habe ich mir gedacht, das habe ich nämlich irgendwie so gelesen. Fahren wir dann da weiter, oder? Ich sag mal so, normalerweise in eine Werkstatt stellen und dann mit den Bus klarkommen, die wir haben. Aber normalerweise sollte heute auch Flywheels kommen, so ist es ja eigentlich nicht. Okay, dann würde ich den jetzt nämlich auf seinen Platz stellen. Ja, soll ich ihn in die Werkstatt stellen dann? Kann ich machen. Ja, die Werkstatt ist auch voll, das ist das Problem. Ach so, ja, macht Sinn. Dann stell ich einfach direkt davor, dann fällt das auf. Ja, richtig. Ich sag mal so, wir haben ja noch neben der Halle, haben wir ja noch einen Platz, dann würde ich jetzt den... Ach, da haben wir gerade auch keinen stehen. Stimmt. Ja, nee, dann kannst du den einfach links neben unserer Halle, da sind ja nochmal so, ist ja nochmal so ein Zusatzplatz für die Werkstatt. Ah, okay, verstehe. Wo ich mich gewundert habe, dass da überhaupt Platz ist. Ja, da wo die Mülltonnen auch stehen, ne? Ja. Klar, quasi in dieser Gasse. Ja, genau, da. Also das... So besagt ist die muntere Parkordnung. Ja, du sagst links daneben, ich hätte rechts daneben gesagt, wenn man davor steht, aber genau, ich glaube, wir reden vom selben. Also wenn man davor steht, rechts, wenn man quasi rückwärts da ranfährt, ist es links. Genau, perfekt. Ja. Dann fahre ich ihn dahin und stelle ihn nicht auf den Parkplatz. Da muss ich dann gleich mal gucken, wo ich das, trage ich ins Schadensprotokoll gleich mit ein. Ja, na klar. Ja, ich würde auch sagen, wenn gleich nicht mal Flywheels hier auftaucht, ruft die mal am besten an, dass die auch mal kommen, weil die sind ja eigentlich für Montag und Donnerstag immer bestellt. Okay, fährst du gerade oder kannst du die anrufen? Ich bin gerade am Zopp. Ich kann die kurz anrufen. Ah, okay, das wäre natürlich super, wenn du dann die Bestätigung dir holst, dass die das Ding auch reparieren, weil sonst haben wir dann morgen Leerlauf. Ja, richtig. Ja gut, ich kann sie mal anrufen und fragen, wann die losfahren, ob die heute noch hier hinkommen wollen. Alles klar. Ja, alles klar. Okay, dann danke fürs Kümmern. Jo, bis gleich. Bis gleich. So. Nächster Halt, Chumash. Ja, aber das ärgert mich, dass das ja hier der Blinker kaputt ist. Da hinten, man sieht es ja auch, sind die rechte Seite ist kaputt. Vorne ist ganz alles, aber hinten ist kaputt. Wie ist das denn passiert? Das ist bestimmt beim Ranfahren... Beim Ranfahren an die Haltebucht, an die Parkbucht, ist das bestimmt passiert. Eieiei. Dann tanke ich ihn und park ihn dann da links daneben. Neben der Werkstatt. Genau, so machen wir das. Ach komm, die paar Berge. Er fährt genauso schrecklich wie der andere. Einfach keine Pferde dabei. Alles, kleiner Bus. So, jetzt vom Gas auf 40 runterrollen lassen und dann wieder Vollgas. Ah, geht gut.
So. Ich soll weniger so sagen, wurde mir gesagt. Ne? Wer ist das denn? Das A-Team. Ja. Aber es ist schon kunstvoll, dass die drei Lampen oben kaputt sind und die untere Positionsleuchte nicht. Nächster Halt, Chumash. Siebenundsechzig Spieler gerade. Ich bin doch jetzt nicht zu spät losgefahren. Wieso bin ich denn jetzt gefühlt schon wieder hinter der Zeit? Weil Chumash sind ja noch ein paar Meter bis davor. Das ist dann so echt auf Kante. Die Nord. Die Chumash-Linie hier. Dun, dun, dun. Schöne Brücke, ne? So eine Fußgängerbrücke. Sieht schick aus. Ist da die Fenster offen da drüben? Oder ist das eine Fenster, oder? Diese Details. Ob es hier wohl mittlerweile Mietwohnungen oder Miethäuser gibt? Da können wir ja gleich mal gucken, ob es das gibt. An den Strand da unten wollten wir auch noch. Oh, und ich muss ja noch zum Mr. Glasses den Sehtest machen. Nächster Halt, Vespucci Kanäle. So, nicht so schnell da vorne reinfahren.
So, weiter geht's. Nächster Halt, ZOB. Umstieg in die anderen Linien möglich. So. Mein Gott. So, dann warten wir mal, bis wir rantanken können. Oh, die humpelt. Warum humpelt sie denn? So, wir tanken. Diesen... Oh Gott. So, einmal 133 Liter. Das ist ordentlich. Mann, 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 ist das viel. Das, uiuiui. Nein, jetzt steht da drüben einer.
Oh Mann. So. Ja, das ist nicht schön, aber selten. Okay, welche Nummer hast denn du? Dann tragen wir das noch in das Ding ein. Du hast die Nummer IQXJ. So. Da. IQXJ. Fährst du jetzt noch? Nein, ich trage gerade nur den Schaden ein. Der hat einen Schadenblinker hinten rechts. Naja, weil ich die Leitstelle gerade habe, deshalb. Ja, nein, ich würde jetzt nicht noch fahren. Dann fahre ich schnell bei denen mit. Bis dann! Alles klar, bis dann. So. Hä? Hier stimmt doch was nicht. Der hat nicht die Nord 1. Der fährt nicht die Nord 1 um 17.30 Uhr. Speichern. Geschlossen? Hoffe. Ja. Okay. Ist jetzt aber leer jetzt? Alle Busse kaputt? Ist noch jemand da? Oh, Blumen! Nö, niemand mehr da. Okay, das Ketzer, das haben wir ja total mit Sinn und Verstand mitgenommen. Ist ja kein einziger Bus mit einem Ding unterwegs gewesen. Funkgerät. So. Ah, stempeln wir uns mal aus und fahren mal. Nein, wir können ja eh nicht mehr weiterfahren. Ist ja eh keiner mehr da. Kein Bus. Der Mr. Glas ist jetzt schon? Hm. Da ist niemand. Oh, der Sonnenuntergang. Da geht die Sonne da hier unter zwischen den Häusern. Das sieht ja schick aus. Ist ja schick. Also die Farben sind lustig. So. Oh Gott, das fährt sich ja furchtbar.
Hört sich gut an. Oh, jetzt hat er sogar den Innenraum geladen. Das ist ein ganz schönes Schiff, oder? Wenn man da drin sitzt. Da wird einem ja übel, wie das Ding wackelt. So, wo stelle ich das Ding jetzt hin? Steht falsch rum irgendwie. Oh, mit Gelb auf dem Lenkrad. Ja, Mensch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. So, wo schicke ich euch denn hin? Wer fährt denn gerade? Wer macht denn gerade was? Mal gucken hier. So, wir haben... Der Florian fährt. Fährt er noch? Genau, dann schicke ich euch mal weiter zum Chef sozusagen. Dum da dum. Da 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 da. Dann Hallo sagen.